In Deutschland fließen jährlich Milliarden als Subventionen in die fossilen Energien. Geld, das für Klimaschutz und soziale Abfederung dringend benötigt wird. Besonders daran beteiligt sind Banken. So reden fast alle großen deutschen Banken von Klimaschutz und sozialer Verantwortung und finanzieren genau das Gegenteil. Dabei ist klar, ohne Kredite, Versicherungen und sonstige Investitionen wird kein AKW, kein Staudamm und keine Pipeline gebaut. Nicole Rath und Katrin Peetz arbeiten als Campaignerinnen bei der NGO Urgewalt. Sie zeigen auf, wie die Finanzwelt, vor allem auch die deutsche, weiter in klimaschädliche Projekte investiert. Und auch, was sich dagegen tun lässt. Viel Spaß bei unserem Webinar. Die Banken, die beteiligt sind unter anderem, also das sind jetzt nur die deutschen Banken, da sind schon auch noch mehr Banken beteiligt. Und wir sehen einmal hier die Deutsche Bank. Ich glaube, da muss ich gar nicht, die kennt jeder und jede. Dann taucht auch die DZ Bank auf. Die DZ Bank ist so das Zentralinstitut von Volksbank und Raiffeisen. Dann haben wir die Helaba. Das ist die Hessische Landesbank, genau, eine der Landesbanken der Sparkassengruppe. Die KfW IPEX Bank, das ist die staatliche Bank KfW. Und die LBBW ist die Landesbank Baden-Württemberg, auftaucht und so die am meisten Geld gegeben haben in diesen letzten 10 Jahren, waren immer die Deutsche Bank und die LBBW, dicht gefolgt von der LBBW. Aber wir haben noch einen zweiten deutschen Akteur im Ausbau des LNGs von USA. Und das sind die deutschen Energieversorger. Die einen geben mit dem Geld die Sicherheit und sagen, hier, baut, wir finanzieren das. Und die deutschen Energieversorger machen das mit Abnahmemengen. Also die haben vereinbarte Abnahmemengen, mit denen sie sagen, okay, wir nehmen die nächsten 20 Jahre so und so viel LNG ab. Und das versichern wir. Und das ist dann auch eine Sicherheit für die Unternehmen. Die meisten und die oft erst mit diesen Abnahmemengen dann auch wirklich die Sicherheit haben, auch dann für die Finanzierung. Also das ergibt sich voneinander auch, das zu bauen. Genau. Dann das noch einmal bildlich dargestellt. Das ist hier die USA und die Golfküste und die geplanten oder die sich momentan im Bau befindlichen LNG-Terminals, von denen dann das LNG exportiert wird. In Rot sind die von deutschen Banken mitfinanziert wurden. Und in Orange sind die Projekte, die Lieferverträge, also feste Abnahmeverträge mit deutschen Unternehmen haben. Genau. Fertig? Ja. Okay, genau. Und also diese Karte ist ja schon arg schockierend, einfach die Masse von LNG-Terminals. Und Katrin hat ja gerade schon dargestellt, da geht ganz, ganz viel, wird importiert nach Deutschland oder exportiert nach Deutschland, importiert von Deutschland oder Europa generell. Aber Teile davon gehen auch sonst wohin in die Welt, wie zum Beispiel in die Philippinen, also einmal ans andere Ende der Welt. Ökologisch noch eine größere Katastrophe, wenn man sich einfach nur die Strecke anguckt. Und wir wollten noch mal ein bisschen darstellen, dass die Auswirkungen von LNG auf Mensch und Umwelt eben nicht nur beim Export ein Problem sind, sondern die sind wirklich von der Förderung des Gases bis hin zur Verbrennung des Gases in einem anderen Teil der Welt komplett katastrophal. Ich meine, Katrin hat es gerade für die USA dargestellt. Ich würde es jetzt nochmal für die Philippinen darstellen, weil die Philippinen bzw. die größere Region Südostasien sich gerade zum größten LNG-Importzentrum der Welt entwickelt. Sprich, wir haben die USA als größtes Exportzentrum und Südostasien und gerade vor allem die Philippinen an vorderster Front als größtes Importzentrum. Und nochmal ganz kurzer kleiner Geografie-Exkurs. Die Philippinen liegen hier, ganz grob gesagt, zwischen China, Vietnam, Indonesien. Und dort, wo in den Philippinen, oder am meisten LNG wird in den Philippinen in der Verde Island Passage ausgebaut.
die liegt ungefähr so 3 Stunden südlich von Manila mit dem Auto. Also irgendwie sehe ich meine Maus. Ach doch, meine Maus ist wieder da. Wenn man hier 3 Stunden mit dem Auto runterfährt, landet man hier in der Batangas-Region. Und die Verde Island Passage ist eben ein Seekorridor, eine Meerstraße, die sich entlang von 5 Provinzen in den Philippinen spannt. Und die Verde Island Passage oder auch VIP abgekürzt, ist dafür bekannt, dass nirgendwo auf der Welt die Unterwasserwelt biodiverser ist als hier. Also hier kommen 60% aller Küstenfischarten vor, über 300 Korallenriffarten wachsen auf dem Boden, es gibt Unterwasser-Canyons und das ist wirklich einfach total beeindruckend, was es dort alles unter Wasser gibt. Ich hatte tatsächlich auch das Privileg, da letztes Jahr hinfahren zu dürfen, im Rahmen von einer Konferenz, die unsere philippinische Partnerorganisation organisiert hat. Und wir durften auch mal schnorcheln gehen und es war wirklich, man hat den Kopf unter Wasser gemacht und es waren irgendwie direkt in 2 Meter Tiefe knallblaue Seesterne, grüne Korallenriffe, rote Korallenriffe, Clownfische, die in Anemonen gespielt haben, überall Fische, die in 5 verschiedenen Farben geglitzert haben, irgendwie ein Fisch, der blau, orange, grün, gelb, rot gestrahlt hat. Also das ist schon ziemlich unbeschreiblich. Und genau wegen dieser Biodiversität wird die Verde Island Passage eben auch Amazonas der Ozeane genannt von WissenschaftlerInnen oder auch das Zentrum des Zentrums der Unterwasserbiodiversität. Und die VIP ist eben nicht nur ein Paradies für die Natur und für die Tiere, sondern auch für die Menschen. Oh, jetzt bin ich eins zu weit. Sondern auch für die Menschen. Ungefähr 2 Millionen PhilippinerInnen sind finanziell abhängig von der Verde Island Passage, weil sie FischerInnen sind oder vom Tourismus leben. Ganz viele sind, auf Englisch würde man sagen, Small-Scale Fishes, sprich, sie haben keine großen Fischereiunternehmen, sondern fahren einfach jeden Tag raus, um ihre Familie versorgen zu können. Und viele Leute leben eben vom Tauch- oder Schnorcheltourismus, weil die VIP eine der weltbekanntesten Unterwasserwelten darbietet für TaucherInnen. Und genau das ist jetzt, genau diese Lebensgrundlage, genau diese Natur ist jetzt eben in Gefahr, weil in die Verde Island Passage 8 LNG Import Terminals gebaut werden sollen und 8 Gaskraftwerke. Diese Gaskraftwerke sollen dann entlang der Küste gebaut werden und dort soll eben direkt das gesamte Gas verfeuert werden, was importiert wird. Hier sehen wir auf dem Bild ein Importterminal und dann das, was wir da in Bau sehen, ist ein Gaskraftwerk. Und das ist einfach eine pure Umweltkatastrophe und aber auch eine menschenrechtliche Katastrophe, weil, also um ein LNG-Terminal im Meeresboden zu verankern, muss der natürlich ausgehoben werden, sprich die Korallenriffe werden ausgehoben, zerstört. Alles, was ausgehoben wird, wird einfach auf die Korallenriffe nebendran draufgeworfen, sprich die sterben auch ab. Tiere haben wesentlich, also verlieren einfach ganz viel von ihrem Lebensraum. Die Tanker machen einen Wahnsinnslärm der Tiere, weshalb dann Tiere nicht mehr miteinander kommunizieren können und generell gestört sind einfach in ihren Sinnen. Und das sind nur 2 der massiven Auswirkungen, die das auf die Unterwasserwelt hat. Also da könnte ich jetzt eine sehr lange Liste aufzählen. Genau, und für die Menschen ist das natürlich auch eine pure Katastrophe, weil wenn es weniger Unterwasserwelt gibt, gibt es natürlich auch weniger, was sie fischen können oder auch was sie TouristInnen zeigen können, die dort schnorcheln oder tauchen gehen möchten. Und wir hatten tatsächlich letztes Jahr dann auch das Privileg, uns auch mit BewohnerInnen von einem Dorf ganz nah von diesem Gaskraftwerk treffen zu dürfen, die erzählt haben, naja, sie merken den industriellen Ausbau jetzt schon massiv. Vor ein paar Jahren konnten sie einfach aufs Meer gucken und überall sind Fische aus dem Wasser gesprungen, so viele Fische gab es im Meer. Und jetzt fischen sie eigentlich kaum noch, also jetzt können sie kaum noch Fische fangen. Und diese Situation ist natürlich untragbar. Genau, das geht auf jeden Fall gar nicht klar. Und die 2 Hauptfirmen, die dort beteiligt sind am massiven Ausbau oder die am meisten den Ausbau vorantreiben, sind San Miguel, ist eine Firma, die größte Firma auf den Philippinen,
die einige vielleicht auch kennen von dem spanischen Bier San Miguel. Die hängen, also die beiden Firmen hängen historisch zusammen, beziehungsweise waren historisch mal die gleiche Firma. Mittlerweile hängen die nicht mehr besonders eng zusammen. Genau, aber der Name hat seinen Grund. Und Shell kennen wir natürlich als europäischen Öl- und Gasmulti alle wahrscheinlich. Und gegen diese beiden Firmen und generell gegen den Ausbau in der Verde Island Passage findet massiver Widerstand statt. Und das findet von lokaler bis auf nationale bis internationaler Ebene statt, weil diese Situation, wie ich gerade gesagt habe, einfach nicht tragbar ist, weil das nicht angehen kann, dass 2 Millionen Menschen einfach von heute auf morgen ihre Lebensgrundlage verlieren sollen, nur für Gasexpansion, die eigentlich auch gar nicht unbedingt benötigt ist vom Land. Und auf lokaler Ebene haben sich hier eben zum Beispiel FischerInnen oder stellen sich FischerInnen gegen den Ausbau. Hier haben sie vor 1,5 Jahren sind sie mit 20 Booten durch die Verde Island Passage gefahren, mit Bannern, die sie befestigt haben an den Booten, um klarzumachen, dass sie das nicht möchten. Auf nationaler Ebene macht unsere Partnerorganisation ganz viel. Sie verklagen da zum Beispiel die Firmen oder auch den Staat teilweise, wenn Zulassungen unzurecht ausgestellt worden sind und so weiter und so fort. Und auf internationaler Ebene kommen wir dann eben zum Beispiel ins Spiel. Wir bei Urgewalt sind unter anderem verantwortlich für den europäischen Teil der Kampagne, weil Shell zum Beispiel ist ja nun mal ein europäischer Multi, der dort ein LNG-Terminal bauen möchte. Und deswegen waren wir letzten Mai dann gemeinsam mit unseren philippinischen KollegInnen unter anderem auch in London vor der Shell-Zentrale und haben dort protestiert. Genauso wie wir uns mit der Deutschen Bank getroffen haben und auch danach noch ein schönes Protestfoto gemacht haben, um diese Kampagne eben auch nach Deutschland oder aber auch generell nach Europa zu bringen, weil es eben nun mal alles verbunden ist und weil, ja, der Ausbau findet in den Philippinen statt, aber unsere Banken haben wahnsinnig viel damit zu tun. Und die Firmen, die in Europa sitzen, auch. Und jetzt kann man sich natürlich gerechtfertigterweise die Frage stellen, woher wissen wir das eigentlich alles? Woher wissen wir, dass Shell da involviert ist? Woher wissen wir, dass die Deutsche Bank das finanziell unterstützt? Und das liegt ganz simpel gesagt einfach nur daran, dass wir ein 15-köpfiges Rechercheteam haben ungefähr, die nichts anderes machen den ganzen Tag, als genau das zu recherchieren. Und zwar haben wir nämlich Firmendatenbanken. Also wir haben 2017 angefangen, eine Liste rauszugeben jedes Jahr, auf der wir einfach simpel gesagt runterbrechen, wer ist alles Teil der Kohleindustrie, wo wir alle Firmen einmal aufschreiben, weil es das einfach davor nicht gab. Und das ist unsere sogenannte Global Coal Exit List. Da sind noch viel mehr Informationen enthalten, aber grundsätzlich ist es einfach eine Firmenliste mit allen Kohlefirmen auf der Welt. Und genau das Gleiche haben wir für die Öl- und Gasindustrie auch gemacht vor 2 Jahren. Das ist die Global Oil and Gas Exit List. Und diese Datenbanken bringen wir nach wie vor jedes Jahr neu upgedatet raus. Die sind komplett kostenlos, das heißt, jeder kann sich die runterladen. Und der große Vorteil von diesen Datenbanken ist, dass wir damit jetzt zu Banken gehen können und sagen können, hey, wir machen gerade Kampagne gegen euch, aber sobald ihr all diese Firmen ausschließt, lassen wir euch in Ruhe. Also es ist wie eine Hausaufgabe für Finanzinstitute, die wir ihnen jetzt einfach vorlegen können. Und gleichzeitig verwenden wir innerhalb von Urgewalt oder innerhalb der NGO-Welt diese Datenbanken weiter, um Finanzrecherche zu machen. Wir schauen uns jedes Jahr an, wer hat eigentlich die Firma auf diesen Firmendatenbanken finanziert? Also welche Finanzinstitute haben Kohle-, Öl- und Gasfirmen Geld gegeben, haben in die investiert? Und das veröffentlichen wir dann auch eben. Und auf der Basis von diesen Daten können wir viel gezieltere Kampagnen machen, weil wir eben ganz genau sehen, wer hat Shell Geld gegeben, wer hat zum Beispiel San Miguel Geld gegeben. Und genau darauf basierend sind wir dann halt letzten Mai auch mit unseren philippinischen Kolleginnen rumgereist und haben genau diese Finanzinstitute angesprochen, die auch die Firmen unterstützen. Und genau, also deswegen sind diese Datenbanken, ist unsere Recherche einfach ein ganz großer Teil auch von dem, was wir bei Urgewalt tun. Ist aber nicht das Einzige, weil wir stellen nämlich auch diese Datenbanken, wir stellen die ja öffentlich zur Verfügung, sprich alle können die sich anschauen und darauf basierend organisieren zum Beispiel auch AktivistInnen
Also wir haben schon mit AktivistInnen in Deutschland zusammengearbeitet, aber auch in der Schweiz, in Österreich, in den Philippinen, die darauf basierend auf diesen Datenbanken dann eben auch Proteste organisieren zum Beispiel. Und generell dazu, was wir als ja, VerbraucherInnen tun können, sagt jetzt Katrin noch mal ein bisschen was. Genau. Genau. Wie können wir, was können wir jetzt als Verbraucherin tun? Was können wir hier in Deutschland tun? Und da ist das Erste, immer weiter, Bankwechsel. Denn wir haben unsere Datenbanken, wir sprechen regelmäßig mit allen deutschen Banken und wir können nur eins sagen, wir sind noch nicht so weit, dass sie nicht in Fossile investieren oder finanzieren. Sie finanzieren noch die komplette Industrie. Es gibt so erste Einschränkungen, die sehen dann so aus wie wir finanzieren keine Unternehmen, die über 30% Umsatz mit der Kohleförderung machen. Also das sind so die ersten großen Punkte, die wir in den letzten Jahren mit unseren Partnern erstreiten können. Wenn man aber möchte, dass seine Bank fossilfrei ist, nicht in die Expansion von Kohle, Öl und Gas investiert, dann muss man auf jeden Fall seine Bank wechseln. Kannst du noch eins weitermachen? Wir können die Alternativbanken empfehlen, die sind auf jeden Fall fossilfrei. Was noch der große Vorteil ist zu anderen Banken, sie schreiben, an wen sie Kredite vergeben, sie schreiben, wo sie ihre Eigenanlagen anlegen. Und somit kann man das auch immer wieder überprüfen. Aber sie haben, wie gesagt, auch sehr, sehr strenge Ausschlusskriterien, die die fossile Industrie auf jeden Fall außen vor lässt. Und das Nächste. Genau, es gibt Gründe, warum man seine Bank nicht wechseln kann oder möchte. Ein großer Grund, den ich auch gut verstehen kann, ist, dass die meisten Online-Banken sind und es gibt, man vielleicht auch seinen eigenen Draht zur Bank vor Ort haben möchte. Und da können wir nur sagen, sprechen Sie mit Ihrer Bank bei jeder Gelegenheit, weil wir schon auch oft mit den auf Treffen gehört haben, ja, aber unsere Kunden wollen das gar nicht. Die haben das noch nie gesagt, irgendwie, dass wir nicht in Fossile investieren können. Also jetzt ein bisschen platt gesagt, wo wir nur sagen können, ja, aber das weiß ja auch niemand. Also diese Informationen, die müssen wir ja über Datenbanken irgendwie, die wir bezahlen, abgreifen. Das wissen die Kunden gar nicht. Also bei jeder Gelegenheit, ob es irgendwie ein Bankberatungsgespräch ist oder eine Kontoeröffnung, wo man im persönlichen Kontakt ist, nochmal darauf verweisen, dass man die Finanzierung von Fossilen auf jeden Fall nicht möchte. Und bei den Sparkassen und Volksbanken kann man da ganz schön, das ist natürlich nicht die Sparkasse in Oberursel, die an der Finanzierung von LNG-Terminals in den USA beteiligt ist, aber die Zentralinstitute, die halt dahinter stehen oder auch die Fondsprodukte anbieten. Und das Dritte ist, das ist natürlich, genau, das ist zu sagen, protestieren auf der Straße irgendwie irgendwas zu organisieren, vielleicht mit der lokalen Gruppe vor Ort. Das ist auf jeden Fall, das ist was Banken wahrnehmen und was sie auch sehen und was so langsam dann über die Nachhaltigkeitsabteilung in die Bank rieselt. Das ist natürlich das ist nicht ein sofortiger Erfolg, aber je mehr Protest da ist, umso wichtiger oder je mehr Fokus auch drauf ist, also zu sagen, ein Energieversorger, da ist es klar, was sie machen oder das ist eindeutiger, aber was eine Bank mit der Klimafinanzierung zu tun hat und der Finanzierung von klimaschädlichen Industrien, das ist schwerer zu sehen. Und auch, wenn man sich die Webseiten der Banken anguckt, dann hat man das Gefühl, die sind komplett in Grün. Also sie investieren eigentlich nur in grüne Energien, weil sie sich gerade momentan sehr große Nachhaltigkeitsversprechen machen auf den Webseiten. Genau, dann noch eins weiter. Ist immer, wir haben einige Zeit immer zum Weltspartag, haben wir zu Protesten aufgerufen, hier ist einer vor der Commerzbank. Und noch eins weiter, was natürlich auch ein Thema ist, sind nicht nur, wo man sein Konto hat, sondern auch in welche Fonds
man investiert ist. Und das ist unsere dritte Datenbank, die heißt fairefonds.info. Und noch eins weiter. Da kann man relativ gut sehen, für jeden Fonds ist dann aufgeschlüsselt, inwieweit der in Fossilen investiert ist. Aber da sind auch noch andere Kriterien wie Menschenrechte und so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine Datenbank, die wir empfehlen können, um nochmal zu gucken, wie sieht es eigentlich im eigenen, wenn man in Fonds investiert, wie sieht es da eigentlich drin aus. Noch eins weiter. Genau. Ja, Sie stellen uns das manchmal so vor, die Finanzindustrie wie so eine Schafherde. Sie zu bewegen ist erstmal gar nicht so leicht und sie gucken auf jeden Fall immer, was der Nachbar macht und was der Konkurrent macht. Aber unsere Erfahrung ist, wenn man gefunden hat, wo man ansetzt und so ein paar Vorreiter aus der Gruppe rauskristallisieren kann, dass dann die anderen auch schon folgen. Also das ist so ein bisschen unsere Erfahrung. Das ist eine sehr, die Erfolge sind nicht schnell da, aber stetig. Und so haben wir schon einige Sachen erreichen können. Aber der Druck muss auf jeden Fall hochgehalten werden und auf jeden Fall auch von den Verbraucherinnen kommen. Und damit würden wir gerne zum Ende kommen. Und dann noch ein Zitat vom Dalai Lama. Wenn du denkst, du bist zu klein, um etwas zu bewirken, dann versuche mal mit einer Mücke in einem Raum zu schlafen. Das finde ich immer ein ganz schönes Bild, wenn das doch effektiv ist, sein kann. Genau, wir würden an dem Punkt erstmal Schluss machen und freuen uns auf eure Fragen. Ich versuche mal zurückzukommen hier und meinen Bildschirm nicht mehr zu teilen. Genau, vielen lieben Dank für den super Vortrag. Ich denke, dass da bestimmt noch einige Fragen bei unseren ZuschauerInnen kommen. Würde dann jetzt gerne nochmal alle einladen, die unten in den Chat zu schreiben. Wir haben jetzt ein paar, und zwar als erstes, ich würde Sie auch bitten, dass Sie da irgendwie ein bisschen Kontext dazu packen, wenn es geht, und vielleicht ein bisschen das Argument nochmal reinschreiben, auf das Sie sich beziehen, wenn Sie fragen, damit wir das einordnen können. Genau, da kommt schon eine. Mich würden noch Infos interessieren, inwiefern IWF und Weltbank die Klimakrise befeuern, beziehungsweise Länder des globalen Südens an einer klimagerechten Transformation hindern. Könnt ihr darauf eingehen? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und auch das hat in der letzten Zeit, wurde da auch viel finanziert, also auch im fossilen Bereich. Da haben wir auch ein ganzes Team, was dazu arbeitet. Was ich mitbekommen habe, dass die direkte Finanzierung so ein bisschen gewechselt hat zur Finanzierung von, also Möglichmachung von Erschließungen, also so, dass man Beratungen finanziert worden über die Weltbank. Aber ich weiß nicht, Nicole, ob du da noch mal mehr zu sagen kannst, was Aktuelleres hast? Also ich glaube, ich kann das auch nie genau sagen, weil es wahnsinnig kompliziert ist. Und wir haben ja, wie gesagt, auch ein ganzes Team, was dazu arbeitet, weil es einfach eine komplett andere Arbeit ist. Und Katrin und ich arbeiten eigentlich ausschließlich zu Privatbanken. Aber was auf jeden Fall sich nicht geändert hat in den letzten Jahren, ist, glaube ich, die Masse an Geld, die an klimaschädliche Firmen oder Industrien fließt über öffentliche Banken. Also es tun sich immer wieder neue Wege auf, irgendwie neue Finanzierungsmechanismen, die dann auch teilweise wirklich grün gelabelt werden. Aber eigentlich ändert sich nichts daran, dass weiterhin auch über öffentliche Finanzinstitute viel zu viel Geld in klimaschädliche Industrien fließt. Genau, wir können da auch gleich nochmal, ich kann hier gleich nochmal ein paar Quellen reingeben. Also so vor 10 Jahren, als ich angefangen habe zu arbeiten, da war es noch normal, dass die Weltbank und die KfW Kohlekraftwerke in Südafrika finanziert haben. Das passiert mittlerweile nicht mehr. Also so, da gibt es auf jeden Fall Regeln, die sie sich gesetzt haben. Jetzt sind die Finanzierungen meistens indirekt, also sowas wie über Beraterverträge oder Fonds auch, die dann investiert werden. Aber wir haben da letztes Jahr, hat das unsere Kollegen eine Studie rausgebracht. Ich würde da gleich mal den Link zu hier reinposten.
Prima. Eine weitere Frage vom Anfang war, wie viel Geld wird in LNG und Co. gesteckt, was man so gut für mehr Wind- und Solarenergie brauchen könnte? Habt ihr da Richtwerte, Zahlen? Also wir haben keine Richtwerte, soweit ich weiß, außer du hast was, Katrin. Ich hätte jetzt gesagt, jeder Cent, der in LNG fließt, sollte in Erneuerbare fließen. Also der Ausbau jetzt macht überhaupt keinen Sinn, weil bis sich das auszahlt, also bis das abge also bis sich so ein LNG-Terminal rentiert hat, da reden wir über eine Zeitspanne von 20 Jahren oder mehr. Und bis dahin müssen wir aus Gas ausgestiegen sein oder fast komplett ausgestiegen sein. Sprich, es macht überhaupt keinen Sinn, diese Technologie jetzt irgendwie noch zu etablieren, weil auch dieses ganze Märchen von, dann können wir das umbauen in Wasserstoff-Terminals, das ist technisch viel komplizierter, als das die Industrie irgendwie erzählt und vermutlich auch viel weniger machbar und viel teurer. Also deswegen, ich weiß nicht, also es ist natürlich auch die Frage, wie viel, also was ist gemeint, wie viel Geld in LNG fließt, von Privatbanken, von öffentlichen Banken und so weiter. Von Privatbanken können wir es sogar ein bisschen nachschauen. Aber also da haben wir zum Beispiel ja diese Studie rausgebracht zu LNG und den USA und wie viel da die deutschen Banken reinstecken. Also das kann man nachschauen. Genau, aber grundsätzlich fließt einfach viel zu wenig in Erneuerbare und nach wie vor viel zu viel in Fossile. Eine weitere Frage aus dem Chat geht um den Nachhaltigkeitsaspekt von Bankinvestments, als Teil der Bankenregulierung in Deutschland. Könnt ihr dazu etwas sagen, zum Beispiel wie Nachhaltigkeit da definiert ist und vor allem auch, ob es eine Chance gibt, das effektiv zu kontrollieren und regulieren? Also es gab jetzt den Versuch, auf EU-Ebene Nachhaltigkeit zu definieren über die Taxonomie und es wurde da gegenseitige Lobbyapparate angeschaltet und auf jeden Fall hat es Gas auch geschafft, als nachhaltig gelabelt zu werden, so wie Atom. Das heißt, es kommt so ein bisschen drauf an und wie, also wenn eine Bank sagt, das ist ein nachhaltiger Fonds, heißt das nicht unbedingt, dass er nachhaltig ist. Also da gibt es noch keine Kriterien für. Es gibt dann diese Artikel 8 und Artikel 9 Fonds. Artikel 9 ist meistens, also von der Taxonomie, da ist dann tatsächlich meistens nichts mehr drin, aber in den restlichen schon. Also das, was als nachhaltig gelabelt wird, ist nicht unbedingt Kohle, Öl und Gas frei, aber ich glaube, das fehlt halt. Da ist die fossile Lobby stark genug, um sich nicht unter nachhaltig labeln zu lassen. Also das ist leider so. Und wenn es um Fonds geht, die aber bei den Banken abgeschlossen werden können, die ihr eben gezeigt habt, diese vier Beispielbanken, da ist das dann nicht der Fall. Genau. Also die Banken sind komplett, die haben null, also die kann man dann, es gibt dann immer Kriterien zu, ab welchem Prozentsatz von man ein Unternehmen ausschließt, was in der Kohle-, Öl- und Gasindustrie tätig sind und die haben jeweils 0%. Genau. Und diese Kriterien haben die sich aber selbst auferlegt. Das ist kein. Die haben die sich selbst aufgelegt, ja. Eine weitere Frage aus dem Chat ist: Gibt es für mich als Verbraucherin das Recht bei Einblick in Investitionen in einer Bank? Also darf ich zum Beispiel zur Postbank gehen und sagen, zeigt mir doch mal bitte, wo ihr investiert? Da gibt es nicht das Recht und auch wenn wir fragen, dann ist es immer, das ist Teil des Bankgeheimnisses. Also sie sagen sogar, sie dürfen das gar nicht sagen. Und aber sobald Unternehmen an der Börse gelistet werden, müssen so Finanzdeals offengelegt werden auf diesen Datenbanken und da können wir dann Informationen rausholen. Das heißt, wir haben auch nie absolute Zahlen. Wir können immer nur sagen, das sind die Firmen, die uns interessieren, die sind börsengelistet, also zum Beispiel die Kohle-Exit-Liste.
Und wir gucken jetzt mal, welche Banken haben sie über die Jahre finanziert und mussten das an diese Datenbanken melden. Gut, ich glaube, das sind jetzt größtenteils Kommentare. Genau, wir freuen uns, wenn Sie noch weitere Fragen schicken oder ihr. Ich hätte sonst auch noch eine Frage, die sich noch mal mehr ums Thema LNG dreht, auch insbesondere Amerika. Wie sieht es denn da aus mit den Umweltauswirkungen dieses Ausbaus? Könnt ihr da noch ein bisschen mehr zu sagen und vielleicht auch den Folgen für die lokale Bevölkerung, also soziale Auswirkungen? Soll ich oder möchtest du anfangen? Okay. Also ich meinte das ja vorher auch schon, also LNG ist wirklich von Anfang bis Ende eine Katastrophe für Umwelt und Natur. Das LNG, was vom Golf aus exportiert wird, kommt meistens aus der sogenannten Permian Basin oder auf Deutsch Permisches Becken. Und dort, also das ist, da wird komplett gefrackt, da wird kein Gas konventionell gefördert, sondern es ist alles komplett Fracking. Und das findet auf einer Fläche statt, die, glaube ich, genauso groß ist oder ähnlich groß ist wie Großbritannien. Also es ist wirklich unvorstellbar große Dimensionen, von denen wir hier reden. Und das ist, also Fracking ist ja letztendlich einfach so, dass eben ja eine chemische Mischung aus irgendwelchen toxischen Zutaten reingepresst wird in Gestein, also flüssige Mischung wird reingepresst ins Gestein, um das Gestein aufzusprengen, um dann ans Gas dran zu kommen, was da drunter liegt, um dann das Gas hochpumpen zu können. Und dadurch, dass eben so viel in das Gestein reingepresst wird, reingeschossen wird fast, finden im Permischen Becken regelmäßig Erdbeben statt. Also es ist die Texas-Region ungefähr. Und also das ist die Anzahl von Erdbeben in dieser Region ist einfach drastisch höher als in den umliegenden Teilen, die dort drumherum liegen. Was natürlich die Anwohner massiv beeinträchtigt. Viele haben Risse in den Häusern. Und gesundheitstechnisch ist das auch einfach absolut nicht tragbar. Ganz viele Leute leiden unter Atemwegserkrankungen. Die Krebsrate ist wesentlich höher dort als anderswo. Genau. Und also es ist ich habe das mal tiefer recherchiert für unsere Öl- und Gasdatenbank und es fühlt sich an, wie als würde man einen dystopischen Film irgendwie lesen oder davon erzählt bekommen, weil das einfach, also es klingt total so, also ja, es fühlt sich an einfach, als dürfte das so nicht sein. Genau, also es ist, die Menschen leiden massiv darunter, viele wehren sich auch dagegen, es gibt auch ganz viele AktivistInnen im Permischen Becken, die zusammenarbeiten mit den Leuten an der Küste dann vom Golf, um eben sich ja aufzulehnen gegen diesen Gasausbau und gegen den Export dann auch. Vor allem, weil die Leute ja auch wirklich einfach nichts davon haben vor Ort, weil das Gas ja nicht mal in den USA verwendet wird, sondern der Großteil einfach ja exportiert wird. Ja, das wäre irgendwie auch noch eine Frage. Die Gewinne daraus werden natürlich privatisiert und kommen den Menschen vor Ort natürlich nicht zugute. Die Schäden werden kollektiviert. Gibt es denn irgendwelche Bemühungen durch die Firmen, dass da Reparationszahlungen stattfinden oder dass irgendwie ausgeglichen wird? Also die Firmen sagen natürlich, sie gleichen das aus und die Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung ist immer geringer als das Positive. Das müssen die Firmen aber auch sagen. Also mittlerweile kommt man als Firma nicht mehr damit weg, einfach sich da gar nicht so zu äußern. Und deswegen ist es eigentlich immer der gleiche den sie reden. Und es gibt zum Beispiel, also die Firmen sagen zum Beispiel auf den Philippinen immer, ach, wir machen doch sogenannte Public Consultations, wo wir die Bevölkerung einladen und sie aufklären über das Projekt, uns Feedback von ihnen einholen
Und dann sind alle informiert und ist doch alles super. Und das ist aber halt alles, was die Firmen irgendwie da zum Beispiel machen. Und toll, dann ist man irgendwie informiert, aber wenn man Kritik äußert, ja, führt das nirgendwo hin. Und ähnlich ist das in den USA auch. Dort weiß ich gar nicht genau, was die Firmen machen. Aber also ich wüsste jetzt von keiner Bemühung der Firmen, dass es den Leuten dort irgendwie besser geht. Und außerdem, was kann man denn für einen Ausgleich schaffen, wenn Familien an Krebs versterben oder mehrere Familienmitglieder an Krebs versterben? Da reicht da eine monetäre Ausgleich oder nicht? Also, das ist ja irgendwie mal die Frage. Die Firmen würden argumentieren, ja, das reicht aus. Ja, eine weitere Frage im Chat ist noch, wird hier in Deutschland auch weiter Fracking investiert? Nee, in Deutschland ist Fracking aus Umweltgründen verboten. Also, das findet hier nicht statt. Ich habe auch noch mal oben eins drüber gesehen, die Frage, die GLS legt ihre Investitionen doch offen. Genau, ich wollte jetzt eben nicht verwirren. Es gibt die Alternativbanken, die wir eben auf der Folie genannt hatten, die sind transparent. Also das ist auch das Kerngeschäftsmodell ist zu sagen, wir sagen, wem wir Kredite vergeben, an wen wir Kredite vergeben, aber auch, wo wir unser eigenes Geld anlegen. Und das machen die. Aber bei den konventionellen Banken, bei Deutsche Bank oder Commerzbank oder auch bei Sparkassen, sind diese Informationen nicht zu bekommen. Ja, vielen Dank. Es wird gerade noch getippt. Genau, noch vielleicht, wir hätten noch ein paar Minuten, wenn Sie noch was fragen möchten, dann tun Sie das doch gerne jetzt oder ihr. Ich hätte sonst vielleicht noch eine Frage, so aus eurer Arbeit heraus, wenn ihr auf die Banken und Investorinnen zugeht und den Dialog sucht, wie macht ihr das? Also was sagt ihr dann und wie geht ihr auf die zu? Wir sind in den meisten Fällen, also wir machen die Recherchen, wir erheben die Daten, geben die auch meistens den Banken und sagen, hier stimmt das und wir würden gerne zu dem Thema mit Ihnen reden. Und dann sind wir meistens mit den Nachhaltigkeitsabteilungen im Gespräch. Und in den meisten Fällen, also sind die dafür da, so ein bisschen abzuwiegeln. Aber es gibt auch, also es hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Es gibt auch jetzt mehr Engagement da auch oder auch Willen zur Veränderung. Und die Nachhaltigkeitsabteilung bezeichnen sich selber oft als NGOs im Haus und sagen immer, ja, das kriegen wir im Haus nicht durch. Ist die Frage, ob sie das so ein bisschen zu uns sagen oder ob sie das in beide Richtungen so sagen, jetzt müssen wir wieder mit den NGOs reden. Aber es gibt dann, also da sind schon kleine Schritte möglich. Und was wir dann auch noch machen, ist, dass wir auf die Hauptversammlungen gehen. Die sind leider seit Corona digital, die meisten. Und vorher war es noch genau in Präsenz. Das war noch so ein bisschen einfacher da, weil man da vor den Vorständen und vor den Chefs der Banken redet und da müssen sie einem zuhören, digital auch, aber das kann man weniger so wirklich sehen und wahrnehmen. Genau, und auch darüber bekommen wir meistens dann, also so kennen die uns, so kennen die unser Anliegen und kommunizieren dann mit den Nachhaltigkeitsabteilungen und wir wieder mit den Nachhaltigkeitsabteilungen. So ist das auf jeden Fall in Deutschland. Ich weiß nicht, ob genau in Frankreich ist der Link, glaube ich, noch ein bisschen direkter. Ja, ich wollte auch noch gerade sagen, also genau, ich arbeite eher zu Privatbanken außerhalb Deutschlands und da haben wir durchaus in Frankreich sehr enge Beziehungen, teilweise auch mit Leuten aus Banken, die Urgewalds Arbeit auch richtig schätzen und dankbar dafür sind und es sehr aktiv nutzen. Wir hatten auch schon Fälle, wo uns Leute aus Finanzinstituten gesagt haben, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, mal vor unserer Bank zu protestieren, weil dann kann ich mehr durchdrücken in der Bank. Also es ist nicht immer nur frustrierend, sondern es gibt auch Gespräche oder gibt auch ja, Momente, wo das richtig wichtig ist, dass wir mit den Banken eben kontinuierlich im Gespräch sind, wo uns auch teilweise
wichtige interne Sachen mitgegeben werden können, auf die wir dann reagieren können, wo wir dann aber vielleicht auch mal vorwarnen bei Leuten, mit denen wir eine gute Beziehung haben und sagen, hier, wir planen, zu eurer Bank eine Veröffentlichung rauszubringen oder so. Da können sie sich schon mal drauf vorbereiten, damit sie dann irgendwie bessere Argumente innerhalb der Bank haben oder so. Also es ist wirklich sehr abhängig vom Finanzinstitut, auch mit dem wir reden, wie da die Beziehung ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wir sind gefürchtet bei den Finanzinstituten, weil sie alle wissen, dass wir ganz schnell ihren Namen in die Medien bringen können und ganz schnell auch mal einen Protest vor ihren Türen organisieren können. Und das wollen sie halt wirklich beim besten Willen nicht, außer vielleicht die Deutsche Bank. Der ist das vermutlich egal. Genau, da ist noch eine weitere Frage reingekommen. Was sagt ihr zu dem Argument, zu den Argumenten, die bisher noch verursachenden Unternehmen benötigen ja noch Geld für die Konversion? Man müsse daher weiter Geld geben. Genau, das ist ein sehr beliebtes Argument und Banken sagen dann auch, sie machen dann noch Engagement. Das heißt, solange sie noch in dem Unternehmen finanziert sind, können sie ja noch mit dem Unternehmen reden und da Einfluss drauf nehmen, dass sie Konversationen, also Transformation betreiben. Und da hätten sie mehr Einfluss, als wenn sie nicht finanzieren. Dann haben sie keinen Einfluss auf das Unternehmen. Deswegen ist es besser, es zu finanzieren und in dem Gespräch zu bleiben. Und das würden wir jetzt auch nicht per se sagen, so ein Quatsch, sondern klar, also das Argument verstehen wir. Nur möchten wir sehr genau wissen, was ist denn Ihr Engagement? Also worauf läuft es hinaus und wie sieht die Transformation eines Unternehmens aus? Also wenn mir uns jetzt jemand erzählen will, ExxonMobil und Shell sind mitten in der Transformation, dann würden wir sagen, nein, solange ausgebaut wird, solange Fossiles ausgebaut wird, findet sich keines der Unternehmen in der Transformation. Also sozusagen, dafür müssen ganz klare Bekenntnisse klar sein und die müssen im Rahmen von dem Pariser Klimaschutzabkommen sein. Das heißt, als erstes muss die Expansion ziemlich sofort gestoppt werden und dann muss klar gemacht werden, wie der fossile Anteil bis 2030, 2040 gegen Null gefahren wird. Und das, was gerade die fossile Industrie macht, ist eher bis zum geht nicht mehr ausbauen und den Anteil erhöhen. Und dann, ja, also dann ist, also im Prinzip, das, wenn man sieht, was die ausbauen, ist ganz klar, dass sie das Pariser Klimaschutzabkommen nicht ernst nehmen und nicht danach handeln. Und das heißt, klar, also zu sagen, wenn Sie sagen, Sie möchten das Unternehmen bei der Transformation begleiten, dann würden wir sagen, oder dann sagen wir auch, dann sagen Sie uns, was sind die Richtlinien, was sind die Schranken für die Transformation? Also bis wann muss das Unternehmen zum Beispiel aus der Kohle ausgestiegen sein, dass Sie es noch finanzieren? Und wenn da keine klaren Antworten kommen, dann können wir das Argument auch nicht ernst nehmen. Alles klar. Eine weitere Frage war noch der Zugang zu den Datenbanken. Nein, die Folien werden wir nicht rumschicken. So viel dazu. Wir haben das Video mitgeschnitten und werden das noch ein bisschen zusammenbauen und dann im Nachgang zur Verfügung stellen. Da war aber auch noch die Frage aufgekommen nach einem Link zu den Datenbanken. Was ist da der einfachste Weg oder könnt ihr den vielleicht hier noch reinposten? Genau, und dann ist es. Also soll ich es posten? Okay, ich schätze, du schreibst. Bist auf Mute. Genau, die kriegen Sie dann unten auch im Chat. Weitere Kommentare im Chat waren auch erfreulicherweise Menschen, die schon angekündigt haben, dass sie bald ihre Bank wechseln, vorher aber noch diese total unter Druck setzen möchten. Also ich glaube, der Vortrag hat eine Menge Menschen inspiriert, da jetzt aktiv zu werden, mich natürlich auch. Vielen Dank erstmal dafür. Es war super, super informativ und spannend und wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Genau, wir würden dann jetzt gleich die Teilnehmerinnen und Zuschauerinnen alle entlassen. Und genau, großes Dankeschön. Möchtet ihr noch was loswerden, was jetzt noch nicht gesagt wurde?
Danke fürs Kommen. Hat uns sehr gefreut. Und auch danke für die Einladung. Genau, den kann ich mich nur anschließen. Danke. Ja, super gerne. Morgen geht es schon weiter mit unserem nächsten Kampagnen-Newsletter. Der dreht sich dann ums Thema Energiekolonialismus. Da ging es heute ja auch schon ein bisschen drum, wie profitiert der globale Norden bei seiner grünen Energiewende von der möglichen Ausbeutung des globalen Südens. Was ist da zu beachten? Was können wir jetzt noch tun? Und wo sieht es schon eher düster aus? Nächste Woche das Webinar dreht sich um die Kosten der unternehmerischen Energiewende und zeigt Alternativen in Südamerika auf. Da haben wir Alexandra Tost vom RIFS zu Gast, die gemeinsam mit der NGO Love for Life einen Vortrag halten wird zu genau diesem Thema. Und Love for Life wird das Ganze noch ein bisschen unterfüttern mit realen Beispielen aus ihrer Arbeit in Ecuador und Panama, wo sie sehr viele Projekte zum Ausbau erneuerbarer Energien vor Ort unterstützt haben. Also wird auf jeden Fall auch wieder spannend, gleiche Zeit, auch am Mittwoch. Wir freuen uns, wenn ihr alle dann auch nochmal dabei seid. Und genau, vielen Dank fürs Kommen und schönen Abend noch.